Hallihallo und herzlich willkommen zum Wimmelbild Mittwoch. Heute mit Ghost Files 2. Tödliche Amnesie. Ja, gut. Ja, man muss das ein bisschen dramatisieren. Mhm. Natürlich. Ah ja, klar. Wie immer mittwochs spielen wir ein Wimmelbildspiel. Letzte Woche haben wir die Ghost Files 1 abgeschlossen. Im Angesicht der Schuld. Ja. Und zwar noch das mit der... War das das mit dem Feuer? Nee, ne? Das war das davor. Ja, das war das davor mit der Irrenanstalt. Mit der Bombe, ne? Genau. Nee, wir hatten... Das andere war ja... Mit dem Typen... Moment, ich bin... Oh Mann. Normal. Das war dieser blöde Köter, vor dem ich mich erschrocken habe. Ja. In der kleinen... Ja, dem Dings, Hütte. Genau, das war schon... Das mit dem Kaugummi. Genau. Ah, das wo war dieses... Wo wir im Bonus... Der die Zeugen... Alle da, umgebracht. Nein, die, nicht die Zeugen, also die, ich meine die Geschworenen. Jury, Geschworenen, genau, die Jurymitglieder. Genau, der auch in der Anstalt. Deswegen hat mein Hirn gesagt. Genau, das, und das davor war, wo der Mord der Dings war. Ja, ja, ja. Okay. Dann auf jeden Fall ist das abgeschlossen. Wir können in den zweiten Teil und los geht's. Oh, hier gibt's sogar. Gibt's sogar auch wieder einen Bonus. Ja, dann. Wir machen natürlich wieder schwierig. Oh, my head. What happened here? Ja. Whose hair is this? Long? Blonde? Tja. Ja, dann nehmen wir das doch mal mit. She killed him and then attacked me. I don't remember who I am. Das ist natürlich unpraktisch, wenn man nicht weiß, wer man ist. Oh, oh my head. Dann nimm doch eine Paracetamol, Mann. I better find a mirror and a first aid kit, a bathroom. Mirrors are usually in bathrooms. Oder irgendwas anderes. Wachsachen, Spiegel hängen normalerweise in Badezimmern. Noch was? Darf ich jetzt... Okay, ich darf hier gar nichts machen. Ich muss direkt ein Badezimmer finden. Ja, weil ohne... Kopfschmerzen kann man sich halt... Wow. It's not so bad. It'll stop bleeding after I clean it and put a bandage on it. Wenn ich die Wunde sauber mache? Ja, die Wunde. So, jetzt weißt du, dass du Arthur Christie heißt. Arthur Christie and a private detective. It could be worse. September 3rd, 44. Nice number for a code. Ist das der Bruder von Agathe Christie? Nee. Oder der Sohn von Agathe Christie? Das ist der Urenkel oder so. Von Agathe Christie. Genau. Nee, keine Ahnung. Okay, sonst... Kann ich nichts machen. Bitte nicht schon wieder, Mann, das tut doch weh. Ja, ich... Also, jetzt müssen wir erstmal rumsuchen. Also, wir suchen. Maske. Ach, da sind jetzt wieder welche dabei, die sich verwandeln. Kann ich auch. Willst du gleich loslegen? Ja. Guck mal. Die, ja, dich. Was war denn das jetzt gewesen? Die Schwesterfigur. Ja. Irgendwo ist ein Thermometer. DNA-Modell. Da ist der Handschuh. Kopfspiegel. Das ist nicht der Kopf. Das Ding. Okay. Was haben wir denn? Noch ein Handschuh brauchen wir. Ah.
Ah, damit, die müssen wir erstmal zum Platzen bringen hier. Aber mit was? Haben wir irgendwas, was wir nehmen können? Das ist der erste Hilfekasten. Ich habe nichts gemacht. Reg dich nicht auf. Ist nur ein bisschen Kopf. Der hat halt Kopfschmerzen. Das ah, das ist das DNA-Modell. Ah, ja. Yeah. Uff. Spritze. Gebiss. Und ah, das ist das die eine Hälfte von Gebiss. Die Klinge kannst du nehmen für die Gurte. Ja. Jupp. Es fehlt aber immer noch einen Handschuh. Salbe. Ich habe noch keinen Handschuh mehr gesehen. Rote Lippen, das sind die hier. Bestimmt irgendwie Farbe. Weil dann nur die Lippen dann. Mein Fresse. So, noch eine Augenklappe. Der wollte ja auch unbedingt. Ja, ich weiß nicht. Wer hat denn den Medizin. Nee, egal. Das ist auch ein Medizinschrank, ne? Ja. In dem wir hier rumwühlen. Ja. Wer räumt das so ein? Ich nicht. Oh, aber das Pflaster nimmt am besten. Ah, ja, natürlich. Es ist mal. Wir brauchen für irgendwas brauchen wir noch Batterien. Na toll. So, erstmal desinfizieren. Ja. Boah, das lief ja dann wahrscheinlich sogar noch ins Auge. Hast du gesehen? Er hat einfach. Strange. Only parts of my memory are damaged. But why those parts? Tja. I hope it doesn't have anything to do with my guilty conscience. Tja. Warum bin ich hier? Ja. Weil ich aufs Klo musste? Ekelig. Dann fass es nicht an. Ja, ich hab's nicht eingeschaltet. Aha. Dafür okay, brauchst du aber brauch ich die Drücher oder sowas? Gib mir mal her. Gib mir mal her, immer wieder. Also. Gut, noch dann. Irgendwas? Nö. Geh mal ins Wohnzimmer. Hey, neighbor! Is everything alright? Nö. I heard some gunshots. The police are on their way. Okay. Great. The police. Me and the dead guy in the basement. I gotta get out of here. Fast. Ja, und wie wär's mit umgucken? Ja, ich muss ja erstmal. Na. Das. So. Den nehmen wir einfach mit. Guck mal, was man nicht alles findet. Sonst noch was? Irgendwas war er besessen. So viel ist mir sicher. Ah, da müssen wir bestimmt. Wo hat die Batterie? Ah, die zweite Batterie, genau. Und da fehlen halt Dinge. Da runter. Die mal an. Ah, guck mal. Wir haben Dinge zu tun. So. Nicholas Filth. Okay. Ja, die kannst du bestimmt dann auch noch tauschen oder so. Oder muss man die gar nicht tauschen? Das wär's ja. Das war eins zu weit. Noch eins. Ja, so schon schwierig genug, das hier zu drehen. Ich glaube, die kann man tatsächlich nicht tauschen. Nee, brauchst du ja auch nicht. Das ist tatsächlich. Der erinnert sich ja nur an ein Gesicht oder an einen. Noch eins. Noch eins. So.
Entschuldigung, wenn ich... Noch eins, muss er das unten drehen. Das war richtig. Das. Please, you have to help me. She's here. She's gonna kill me like the others. I remember now. He asked me to protect him from the serial killer. Ah, hast du wohl nicht geschafft, well, Junge. Wasn't that a mistake? So. Ist das dein Ernst? Wird geschlagen, ey. Ah, guck mal. Da brauchen wir bestimmt die Batterien. Erst den Mechanismus für das Schloss. Guck doch mal auf die Dings, dass man da. Erst den, genau. Dein Geburtsdatum. Kannst du da irgendwie. Siedenkarte. Nein. Ah, da ist sogar noch. Mehl drin. Fototeil. Okay. Das ist dann, damit wir wissen, wie die. Da ist noch ein Fototeil. Das Opfer war an einigen Morden sehr interessiert. Warum wohl? Ja, einfach so. Ich dachte. Es fehlt noch eins, okay. Aber nimm mal dein. Hm? Ja, da. Das da. Wieso? Ich würde 1944 machen. Ach so, ja. Ich war noch nicht fertig. Ah, jetzt haben wir das Forensik-Kit. Da können wir dann die Sachen dann alle wieder nutzen. Ah, genau. Und die Anleitung, bitte. I know the date. Wednesday, 22nd of September, 1985. Hat seine Tagebuch eingetragen. Okay. Verschlüssel. Aber er kann sich an den Code nicht mehr erinnern. Das heißt, wir brauchen dann irgendwas, um den Code zu anschließen. Ah, guck mal. Damit kriegen wir den... oben den im WC... Unten den. Ja, genau. Tada. Und Geld? Ja, brauchen wir ja nicht. I heard that. Who's in there? Thief! Murderer! Police! Das war knapp, ich sollte flott werden und hier weg sein, bevor die Polizei... Ja, wir sind aber noch nicht fertig. Mal hier noch irgendwie was? Außer, dass es da, wo die Bücher sind. Ach, guck mal. Ah, guck mal, ob das da ist. Jetzt? Ah, okay, die kann man einfach nur... So richtig verstanden habe ich es nicht. Also ja, schon. Ah, das ist da bestimmt für später, da geht noch bestimmt dann noch ein Ding auf. Du kannst das Peak da ins Ass legen und die 1 ist bestimmt auch noch irgendwo. Ah, aber der Halfter vom... Genau. Das ist die 1.
Ah. Ah, dann kommt die 1, kannst du da unten auf die 10 legen. So, und jetzt kannst du noch 1 wahrscheinlich weiter drehen. Ah, das ist der Pokal. Ja, und da ist das Ding. Ja, jetzt kannst du noch 1 weiter drehen. Dann kann man den Pokal wahrscheinlich oben rein. An, von oben den Pokal runter. So, was haben wir denn noch? So, noch 1 weiter drehen wieder. Fehlt jetzt noch irgendwie was? Ah, und jetzt müssen wir die Sachen einsammeln, sozusagen. Ach so. Das Ass, also die... was haben wir denn noch? Die Glocke. Hirsche. So, das Hufeisen und der Rest ist dann weiter, genau. Der Mond, ja genau. Noch eins weiter. Den Pokal, den Dings und der Vogel. Oh Mann. Tja. Und was hat uns das jetzt? Ah, das Restliche und dann haben wir alles. Ah, nee, das nicht. Da, wo die, genau, Foto. Nein, die Fotos. Foto, Foto. Klebeband. Klappt das zusammen. So, dann können wir, genau, jetzt kannst du wieder rauf. Weil den Mechanismus für die Tür haben wir noch nicht. Also das Foto nehmen und dann... Okay, das stellt... Ah, das muss... Oh, ja, genau, das muss das Blaue runter. Und das da auch runter, so. Ah, das ist jetzt der Mechanismus. Ich hab's auch gewusst, die Luke im Untergeschoss, ja. Okidoki. I heard that! Who's ja, in there? Muss da. Der erste Schlüssel. Taschenlampe. Ich weiß nicht, was ich immer mit dem... Ach, jetzt auf einmal. Jetzt kann er. Ah, okay. Ah, wir suchen... Die Einzelteile, die machen da oben die Dings fertig. So, und jetzt können wir mit dem... Okay, als erstes... Genau. Nee. Zebra-Streifen mit. Da unten wird... Was ist denn das? Die Sprühpistole. Who's there? Show yourself! My mind is playing tricks on me again. Ja. Hey, Mofa, genau. Mir fällt das überhaupt nicht. Wieso? Aber jetzt einfach die Szene an sich, ja. Aber das Spiel ist doch... Ich sag ja auch nicht das Spiel, aber mir gefällt allgemein das gerade überhaupt nicht. Ja, ich würde rechts gehen, genau. Gleiches Recht für alle. Jetzt kannst du da oben raus, wahrscheinlich. Gleich einer. Ah, Licht. Auto. Genau. Wenn direkt...
Driver, take me to this address. Oh no, my office is under police surveillance. Driver, take me around the back. Hurry! Weil es auch überhaupt nicht auffällt. Irgendjemand klaut in dieser Stadt bei allem die Reifen. That window leads to my office. But how to get up there? Das war der Ice Truck. Okay. Oh. Was will er denn immer? Ja, weiß ich nicht. Dann hält Kopfweh. Cool. Da können wir, wenn wir ein Stück Stoff hätten. An die Rolle kommen wir nicht dran. Da brauchen wir die Rolle, die in dem Gitter auf der anderen Seite drin ist. So, jetzt haben wir eine Schraube. Die brauchen wir mit der Rolle, die dann. Okay, was können wir da machen? Aha! Ah, damit kriegst du jetzt wahrscheinlich die. Ja, da drin. An die Rolle. Können wir den Mülltonne reparieren? Dann müssen wir die erst reparieren. Ah, mit der Planke? Jetzt die Schraube. Was kriegst du denn so wild rum? Jetzt brauchst du einen Schraubenzieher. Eieiei. No. No squeaking. Ah, du, jetzt brauchst du, dass die. It's probably just a cat. Or a rat. Ein Lappen. Ich glaube, das sollte eigentlich der Polizist sagen. Wir kaufen kein Eis. Ja, jetzt reg dich nicht auf. Mach ich doch gar nicht. Mit dem Öltuch. Ja. Die Reifen. Oder Räder. Ja, ist ja gut. Ja, was denn? Aber wenn ich irgendwie. Mach schneller! Das fällt ja überhaupt nicht auf. Ja. Guck mal, ein Käfer. Ja, den müssen wir gleich um die Ecke bringen, weil er uns gesehen hat. So this is my office. It's nice. I hope I'll find my answers here. Auf der Flucht. Da müssen wir irgendwelche Sachen reintun. Ja, das hat sich ja auch eben. Ah, siehst du? Kannst du die Diskette da unten mitnehmen? Oder liegt die einfach nur. Ah. Oh, wir haben eine Diskette gefunden. Von 14. Ah. Du warst mal Polizist. Nein. Na toll. Bestimmt hier. Wie konntest du denn das wissen? Oben links. Oben. Ja, dahin, also dahin.
So sieht das aus. Ja, ja, da, genau. Tada! Oh, oh, das ist hinter dem Regal. Ist er hinter dem Regal ein Geheimzimmer? It's Jim Murphy, my old police partner. Murphy and I installed that fake wall to cover up my secret room. My old police badge opens the passage. If I can find it. Tja, dann musst du die mal finden, deinem Polizeimarke. Also. Weiß für Videobeweise, die haben wir aber noch nicht. Das ist alles. Guck mal halt hier. Das damit und das damit. Okay, wo könnten wir eine Spielkarte brauchen? Und was ist das? Ein Griff. Für was denn? Ja, hinter dem Spiegel, das wird der Geheimraum sein. Ein Grund zurückzugehen, okay. Noch irgendwas, wo man... Und die... Weil das sind die Zeichen, die hier drauf sind. Okay. Mhm. Ah, da, di, da, di. Ah, da kannst du. Warte. Da. Ah, hier. Ah, hier gehört der Griff hin. Aha. Ja, aber du, warte mal. Ja, ja, schon. Imbusschlüssel. Und eins. Ah, okay. Bei dem Videorekorder. Oder war das jetzt komplett? Das war nur, dass das Hilfreiche bei Videobeweisen Nein. ist. Nein. Dann war das der. Dann war das Kleiderständer. Da war da eine Lupe. Ah, der Chiffriercodes. Da haben wir noch einen von drei. Dann können wir gucken. Also, aber jetzt schauen wir doch mal hier. Flügelmuttern. Okay, wir brauchen viele Flügelmuttern. Keine Ahnung wofür, aber... Ja, um das die Glocke aufzuheben, ja. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also den Code haben wir noch nicht, müssen wir erst gucken. Lässt sich mit einer Schachfigur öffnen, haben wir eine Schachfigur. Wo haben wir denn? Da ist eine Schachfigur. Ah. Dann haben wir schon mal die erste. So dicke Probleme macht, womit ich ihn aufschneiden kann. Haben wir irgendwie. Der Korken bleibt nicht. Ah, da. Nee. Aber da unten bewegt sich auch immer mal wieder was. Meinst du dieses Ding? Ja. Dann warten wir den Moment. Tada! So, was haben wir denn hier? Ah, Code und für das Sparschwein. Auge auch. Da ist auch. Ja, genau. So, 5978. Ratschi. Da ist auch noch einer. Da ist einer. Da noch. Schreiben oder steckt tief in der Kerze. Muss nur anzünden. Haben wir Feuerzeug. Okay.
Ah. Aha. Okay, hier oben, das ist noch das da. Wo wir noch irgendwas brauchen. Ah, da. Ja. Klick. So, eine fehlt noch. Hier unten noch irgendwas zum... Außen sind aber auch keine. Na, die letzte. Ach ja. War auch keiner abgebildet oder irgendwie sowas. Du siehst sie auch nicht, ne? Ja. Willst du? Nicht müsste man einen Tipp nehmen oder sowas, aber... Ah. Da bin ich schon dreimal drüber gefahren, da oben. Wahrscheinlich auch genug. Ja, wahrscheinlich. Okay, jetzt haben wir die... Die hier. Und dann kommt die da rein. Klick, klack. Das Geheimzimmer. So. Aha. Ah, das ist das Schwert für die Justitia-Statue. Was haben wir hier? Ah, noch eine Karte. Ah. Da muss ich schon wissen. Die Bodenfliesen sind locker. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Mit dem E-Mail-Schlüssel auch nicht. Nein, gut, okay. Ah, was haben wir? Warte, hier war was. Aktuelle Fälle. Ah. Mit der Videokassette brauchen wir die Kombination. Können wir uns dann rangucken? So. Das wäre eine. Okay, wir sind ein guter Schütze. Kann nicht Rad fahren. Warum hat er dann ein Fahrrad hier rumstehen? Okay, hier ist sonst nichts. Okay. Ja, du. Da rein. Come on. Crazy camera. Record already. Ah, there. Partner, I hope you're watching this and not a bunch of police officers after they've searched your place. If it is, hi guys. Don't be mad at me. I'm just helping my old partner as any of you would. Now, partner. If you're watching this, you're probably wondering why you're a suspect in the case of the serial killer, the executioner. Well, my guess is because your last two clients were murdered by that killer. I know it's an easy solution, but the police are desperate for lacking of real leads, and the chief is forcing the case to be solved as quickly as possible. Listen, Big Lip can help you, but for a price, of course. Don't be stubborn. Go to him. Big Lip doesn't ring a bell. I had changed the cipher for your file cabinet,
just to be on the safe side. Here's a clue. Multiply your two favorite poker cards. Good luck, partner. Uh-huh. You old dog, Murphy. King over 10 equals 140. Uh-huh. Also. Ja, ist ja gut. Tata. Gucken wir doch gleich mal rein. Der Exekutierer. Ritterpolizist Arthur Christie rettet entführtes Kind. 14 Jahre. Noch ein Opfer, gleich ein Mörder. Neue Serienkiller auf der Flucht. Der Exekutierer. Der Exekutierer schlägt wieder zu. Polizei hat weder Spur noch Verdächtige. Ist Arthur Christie der Exekutierer? Aha. Ah, jetzt haben wir noch ein zweites von diesen Dechiffrier-Codes. Aber noch nicht alle. Nee, aber noch nicht alle. Wir müssen bestimmt noch irgendwie... Okay, was ich mal machen kann, ist vielleicht das da mal rein hier reinsetzen. Vielleicht passiert ja dann was. Nope. Warte mal, kannst du was machen? Da rein? Achso, das ist das Band, das Farbband. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwas hier? Nee, im Moment nicht. Ich weiß auch noch nicht, was der Imbusschlüssel ist, aber bestimmt gibt's da jetzt nochmal einen. Oh. Nur in mein Geheim. Und da hat sich schwarz was bewegt. Ah, ne? Okay. Zumindest dachte ich das. Ah, da unten, der ist auf dem Boden. Das ist irgendwie noch. Da ist dieses Ding drin, aber. Wir haben sonst nichts, was wir. Womit wir die da aufkriegen könnten. Ah. Bin überfragt. Ja, die Bodenfliesen sind locker, dann mach sie halt weg. Ich dachte schon, weil sich man kann dann den, weil sich den Golfschläger mitnehmen und dann kannst du der damit was tun. Ich wollte da doch gar nicht hin. Weil unter diesen Fliesen ist die die Waage. Außer wir können jetzt nochmal zurück, also auf den. Ne, geht nicht. Also wir wollen nicht. Ja, dann übersehen wir irgendwas. Ventilator mal anmachen. Ah. Ja, das Handsymbol wäre praktisch gewesen. Jetzt brauchen wir den. Den Imbusschlüssel, ja. Ja, und das ist jetzt der letzte. Jetzt können wir den Code dechiffrieren. Muss man jetzt? Wenn nicht, machst du Anweisungen.
Ah, okay, also matchen. Ja, das B, da ist da. Okay. My last two clients, small-time thieves, were killed by the serial killer, the executioner. And it seems that the police are starting to suspect my involvement. Tja, das hat dir der Polizist vorhin auch schon gesagt. Du kannst da unten die... Ich dachte wegen Vorlesen. Achso. Handschellen. The executioner likes to cuff the victims and uses a Magnum 44. The killer wears a mask. I received a phone call from Nicholas Filth, who claims that he knows the killer's identity and that he thinks he'll be the sixth victim. Okay, also benutzt Handschellen und schießt die Leute mit einer 44er Magnum, hat eine Maske auf und der letzte Opfer, dieser Nicholas Filth, wusste die Identität und wusste oder glaubt es ist selber der Nächste zu sein. Okay, weiter geht's. Nicholas also mentioned the name of Big Lip, the moneylender. Big Lip, the merchant of secrets himself. I wonder if this new lead flops, maybe I should consult Big Lip and his famous safe of secrets. Aha, also. Big Lip. Murphy also mentioned him. I hope that Big Lip can shed some light on this case. Okay, dann wir müssen Big Lip finden. Ja. Das da oben, kannst du das auch mitnehmen, oder? Was? Nein, kannst du wohl nicht. Okay. Nee. So, jetzt sind wir hier soweit fertig, schätze ich mal. Wo ist der Polizist? Oh nein, ist doch... There you are, killer. Wir werden uns doch nicht sprügeln. No, you won't get away. Was soll man tun? Waffe? Stop resisting, you little crook. Okay, das ist nicht. Dann auch nicht. Stop resisting, you little crook. Und jetzt erst das und dann. Ne, die ist ja fett. Du musst die richtige Reihenfolge rausfinden. Hätte ich lieber mal ein Eis holen sollen, Herr Lieber. Sorry, Officer, but you won't be needing these. Sehr interessant, wir fahren Auto. Und der Reifen dran bleibt. Wart's nur ab, wenn das Auto geparkt ist für 5 Minuten, sind sie alle weg. This is the right place. Ja, wenn du ne... Ja, der Hund schläft. Ja, ist mir egal. Oh, der ist schon eingeschläft. Das langem, okay. Also kannst du den Kofferraum aufmachen?
Warum kann er nicht von alleine eigentlich den Schlüssel benutzen? Ah, das ist eine Hundepfeife. Da fehlt die Batterie. Wir können bestimmt den Werkzeugkasten entrosten. Damit kriegst du die Schraubendings auf. Wo die hin? Da ist doch die Greifzange da hinten. Den Ninja-Stern kannst du noch mitnehmen. Den Schlagstock sehe ich nicht, aber... Ah, guck mal. Batterien. Ah, jetzt kannst du da hinten reinleuchten. Das ist alles der Helm. Okay. Den... Ja, Game Over. Was ist jetzt musst denn? Du doch warten. Jetzt warte doch. Bis es wieder weggeht. Immer diese Ungeduld. Ja, da oben ist die 9 bei. Da ist der Schlagstock. Das ist die Taser Gun. Das wird es sein. Aber wo ist die? Die noch bestimmt irgendwo drunter oder so. Guck. Und dieser komische Zettel. Ja, das, genau. War mir doch klar, dass wir das greifen. Dann können wir den Schlüssel aus dem Ding holen. Jetzt macht er auch. Genau. Wuff, 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 wuff. Breathe, breathe. Calm down. Er ist ja gut, Hund. What's that? Da läuft jemand in seinem Haus rum. Oh nein, oh nein, oh. Ah, I'm not gonna lose it. Focus, Arthur, focus. Okay. Was ist dieses Ding da hinten? X, okay. Oh no! A gunshot. No more Mr. Nice Guy. Tür eintreten. Kommst du da rein? Da ist der nächste tot. The window is barred. Has the killer fled? Is he? Nein, er lebt noch, immer noch. I remember now. It's Big Lip. Super. And he's as dead as the doorknob. Okay. Die Blume tut sich wechseln. Okay, du musst wahrscheinlich erst... Again, der hat da Haare. What's that? Und jetzt kann man die nee, da ist eine, der hat doch was im Ärmel noch. Also, wir müssen jetzt aber, erst die zwei Dinger machen. Erst Schnippel. DNA-Extrahierungs... Ja, da, ja. Okay, ich glaube, du musst einfach nur gucken, was auf tatsächlich auf beiden. Ah, okay. Das hier, oder? Ja. Dann gucken wir gleich mal.
Ja. Tada! Das hier vielleicht? Ja. Warte mal, ich gehe trotzdem hier nochmal gucken. Aber das rote da. Ding, genau. Und ich glaube, das große lilane, das da kannst du gleich mal. Das hier. Das habe ich nämlich auf der anderen Seite auch rumschweben sehen. Ja, genau. Also sind das dieselben. Ja. Tada! The blonde hair I had found on me and the blonde hair I found on his dead fingers are from the same person. It all points to the same killer, but something is not right here. It's too perfect for a crime scene. Like an elaborate setup. I must get to Big Lip's safe before the police arrive. Okay. Vielleicht kannst du... Ah, das ist... Ah, wir brauchen eine Glühbirne in der... Okay. Dann warten wir jetzt den Moment. Kannst du... Ah, genau. Guck mal. Ah ja, das Foto-Dings. Und da fehlt... Und da unten... Ah, wir müssen wissen, wie... Aber da unten ist eine Glühbirne. Kannst du die Glühbirne in die Lampe tun. Aha. Flasche Nummer 2. Wir haben aber wahrscheinlich den ganzen Code noch nicht. Ah, Piranhas. Brauchst du bestimmt dreckige Dreiecke? Okay. Mit dem Foto kannst du keine. Aber du war da unten nicht? Ja, genau. Aha. Die Nummer 3 und eine Hülse. Ah, Fingerabdrücke oder so. Da. Ah, diesmal hat man den. Hat man die Sachen nicht selbst im Inventar, sondern einfach nur. Ah ja, fotografisches. Ah, da musst du jetzt fotografieren. Dann können wir das mit dem Dings auch so machen. Aber ein gutes Foto an, oh ja. Und von dem anderen da, auch. Genau. Und dann können wir das. Ja, dann brauchen wir noch. Machen. Ja, dann, wenn wir alle 4 Fotos haben. Mhm. Okay, okay. Achso. Foto mitnehmen. Ach, warte mal. Ja, da ist auch ein Foto drin. Wahrscheinlich irgendwie mit dem Code, den wir für den Safe brauchen. Oder wo der Safe ist. Ah, kannst du dieses Fischdings, das Netz da mitnehmen, was da hängt? Da. Ah, okay, das bleibt da hängen. Das brauchen wir dann nachher, um die Sachen rauszufischen. Die Karte da, genau. Ah, guck mal. Das gehört auch zu denen. Ah, genau. Und dann ist das vierte ist dann unten in dem... Haben wir hier noch irgendwie was, was wir mitnehmen können? Kannst du das Tuch da mitnehmen? Ne, okay. Da irgendwas auf dem Dart? Auch nichts. Wow, toll. Ja, achso, vielleicht mit... Ja, okay, den habe ich nicht. So, und jetzt kannst Bin du das ja. Kannst du auffischen. Und das gehört jetzt auch zu den Fotos. Genau. Ja. So, das heißt die blaue Flasche als erstes. Dann die rote als zweites, genau. Die grüne und die gelbe. Tada! Da haben wir es untergeschossen. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Oh. Ist hier jemand?
Phew. It's just a dummy. My mind is playing tricks on me again. Mein Gott. Hat das Klebeband? Ah, da brauchst du jetzt erst was, wo du das Klebeband abmachen kannst. Beispiel dieses. Ah, wir brauchen 3 Münzen, okay. Kannst du bestimmt. Genau. Ah, auf dem 4. Ja. Keine Ahnung. Jetzt haben wir 2. Und da kriegen wir dann jetzt den Code für den Safe. Ich dachte, das mit der Leiter wäre auch irgendwas. Ach, guck mal. Ah, du musst zum... Ja. Wie? Ja, ich würde genau so rum. 1. Noch 1, weil der jetzt dann wieder zurückläuft. Jetzt kannst du hoch. Ja. Jetzt rüber. Man muss wahrscheinlich nochmal 1 zurück. Jetzt vor. So? Ja. So? Okay, unerwischt. Oder nicht? Game over. Game over. Tja, die Münzen, die müssen wir uns jetzt irgendwo anders erholen. Ne? Aber ich glaube, man muss nicht von der Seite, sondern hier so rum. Also, dass man. Trotzdem so, ne? Ja, ja, klar, musst du ja. Weil da hinten ist ja die. Wobei, die hinten wäre unter Umständen auch eine Möglichkeit. Jetzt kannst du ja jetzt mal rüber gehen. Dir das schon was so? Hilft. Ja. Oder eher. Jetzt, ja. Okay, das hilft dir auch nicht. Ja, jetzt dasselbe Problem wieder. Und jetzt müssen wir... Da oben raus zum... Ja? Da oben? Aber jetzt wird der Wind nicht erwischen. Aber jetzt müssen wir nur noch da oben hinkommen. Ja, und den Schlüssel haben wir schon. Jetzt gehen wir voll auf. Ja, ja. Du kannst aber... Geh mal raus. Da... So. Und dann? Jetzt genau rauf. Weil auf bis zur Telefonzelle, genau. Dahin? Ja. Oder. Und da hoch, genau. Kannst du 1 rüber. Jetzt kannst du hochlaufen. Ui. Ah. Guck mal, wir sind sogar Bester. Ja. Ah, 2957. Tada, tada. Alle. Nee, der Rest ist unwichtig. Ich wollte aber noch alles mitnehmen. Nein, ist nicht. Schulden und Geisterakte. Okay. Harry Kelly, Geisterakte. Okay. Okay. Murphy owes money to Big Lip? I had cleared my debt. Wonder with what?
Mary Kelly? Who is she and why is she a ghost file? Why would someone steal her file from the police archive? Who's there? Show yourself. Murphy, what are you doing here? Bestimmt. Mit blonder Perücke oder so. Hi, partner. Please, don't panic. Oh, no. You killed Big Lip, did you? Answer me! I can explain everything, but we need to run. Too late. The police are here. Oops. Ja, wir müssen unser eigenes Polizeiauto erstmal untersuchen. If they find me here, I'm done for and the real serial killer will never be caught. Okay, dann ja. Weiß ich auch nicht. Sollen wir uns selber stellen und dann... I'll probably regret this. Ja, der wird bestimmt erschossen. I have to take you down so it wouldn't look suspicious. Ah. It might hurt a little. You better get me out fast enough. Down here, guys. I've got him. Okay. So we finally caught you, red-handed killer. What do you have to say about that, criminal? Your mustache is criminally funny. Ja, Hauptsache noch einen dummen Spruch gedrückt. Of course. I've been arrested. Thanks to Murphy. Did he intentionally lock me in this office so I could escape? Tja. Was ist? Darf ich nicht spielen? Ja, okay, mach doch. Viel Spaß. Ja, ich ist sie. Was schüttelst du jetzt schon ja, den gar Kopf? Nix. Hm? Ich find's irgendwie lustig, dass wir das machen müssen jetzt. Ist das noch eine Erinnerung von ihm? Ja, damit wir wissen, wie wir die Handschellen öffnen. Hier unten. Dahin, die Hand dahin. Dahin, das dahin. You can always open the cuffs if you have 3 paper clips. Aha. Also mit 3 Büroklammern. See? It's easy. Okay. Okay, okay. Also, you old dog, Murphy. Hör mich an. Hast du gut, die ruf mich an. Ja, ich will die Kleide. Ach, kleide dich wie Murphy. Okay. Nutze Elektrizität, um aus dem Büro flüchten zu können. Flucht aus der Polizei. Melde dich wie Murphy. Kleide dich wie Murphy ja, und ich melde dich wie Murphy. Darf ich das Zeug jetzt mal mitnehmen? Das will ich auch mitnehmen, das Ding will ich mitnehmen und da und die da. So. Und die Puppe? Die kann ich nur Bobbleheaden. Okay. Mit einem Gummiband. Aber ich habe noch keinen Zirkel. Da ist eine Dings. Okay, achso, jetzt kann ich mich befreien. Klick, klick. Achso.
Klick-Klack. Ja, ist das Spray gut. Ja, die Brille. Wow. Ja, dann. So, da ist noch eine Pfeife. Kann ich jetzt... Jetzt niemand sieht. Aha, hier. Ah, da ist das Radiergummi, was wir brauchen. Ah, und da ist der Zirkel. Kann ich mit dem Zirkel... Ah, und jetzt müssen wir da drüben die Vase treffen. Jetzt ist das Ding kaputt. Ah. Düsen wir aus. Machen wir uns an. Ah, Ja, nach links. Gibt's irgendwas, was wir mitnehmen müssen? Ja, nicht. Eine Diskette. An der Pflanze rechts. Und am Kleiderhaken auch rechts. Eine Umkleidekabine. Hier weg, da, so. Dann gehen wir halt da rein. Nicht in Betrieb. Gut. Dann brauchen wir was zum Zusammenbinden. Der Rucksack vielleicht? Ja, da habe ich eben schon. Leer. Ach, guck mal. Okay, zum Tarnen, damit ich entkomme, aber. So, und jetzt? Kann ich hier nichts machen, außer dass ich den Code nicht kenne. Oh, schau. Nein, jetzt bin ich dran. Huh? What are you doing here? Der arme Putzmensch. Okay. Das Schloss. Welche? Das da. Da hinten ist der Staubsauger. Da hinten ist der Staubsauger. Ah, das war's. Erst das Brett weg. Ein M. Irgendwo ist ein M. Ah. Ich brauche aber einen Stift wahrscheinlich. Vielleicht die Spray? Oder die Spraydose, genau. Da ist das M. Beide. Kommen noch. Irgendwo ist eine Sonne. Da. Und da hinten. Boing. Aha, ein Schlüssel und ein Zahnrad. Und der Magnet ist unter dem Spachtel. Genau. Sehr gut. Ah, jetzt haben wir Schlüssel. Aber wofür ist dieser Schlüssel? Wäre ich nochmal, ne? So, wahrscheinlich noch gar nicht hier. Ah, dann hier.
Kette nämlich. Ich wollte eigentlich die Kette und nicht die Leiter. Weil dann hier ist da oben was. Was da? Da ist doch irgendwie ein... Da ist doch eine Lupe gewesen. Unten. Da. Da ist doch irgendwo eine Lupe gewesen. Ja, Mama. Das heißt, da bauen wir die Leiter. Jetzt bauen wir erst eine neue, okay. So, aber jetzt kann ich doch bestimmt hier das da so machen. Ah, da ist der Kassettenrekorder. Die Leuchtstoffröhre. Ah, das ist wieder unser Forensic Kit. Murphy stored all the clues I've collected? Interesting. Gott. Den erst aufmachen. Ja. Nicht mal Batterien. Was haben wir sonst noch? Ach so, die Neon. Die Leuchtstoffe. Jetzt? Aha. Aber endlich den Code. Okay. Also. Wir brauchen einen Hut. Handschuhe. Was wollen wir noch? Ah, eine Krawatte. Hemd. Nein. Ah, die da wollen wir haben. Socken. Also da oben sind die Socken. Schuhe, ich hätte gerne Schuhe. Ja, da unten drunter unter dem Tuch. Ah. Und eine Hose. Die Marke? Oder was kannst du da nehmen? X. Ach. Da sind die Batterien und ein Bild. Okay, also. Mal die Batterien. Kann ich die Mixtape mehr anhören? Partner. I owe you an apology. I had no choice but to knock you down. Meet me at Mary Kelly's place and I'll confess everything. And then, if you want, we can catch the real serial killer together. Oh, Murphy, okay. What did you do this time? Yeah, yeah. So, jetzt müssen wir uns anziehen. Das hält ja auch überhaupt nicht auf, ne? Ja. Ich weiß. Dass man den nicht dann erkennen soll, ne? Blöde. Aha. Mary Kelly lives here. It looks abandoned. Tja, die ist, wenn die aber doch unter Umständen ermordet worden ist oder so. Okay, was haben wir da? Ah. Plink. Nicht raus, Kabel zu weit weg. Sind im Weg. Und da brauchen wir einen Schraubenzieher. Dann. Hallo, Waschbär. Alles ja gut. Okay, der Waschbär. Den müssen wir jetzt irgendwie erst was anderes organisieren. Wahrscheinlich aus dem. Warte da.
Okay. Das nehmen wir auch mit. Peng. Peng, peng, peng. Ganzen Stuhl rausgeschmissen? Ja. Er ist jetzt tot, weil er erschossen worden ist, der Stuhl. Ja. Aha, eine Schere. Wir können noch was mit der... Als Kletterseil verwenden. Das muss dann aber eine große Ding sein. Aber mit der Schere kann man vielleicht hier was tun. Kriegt jetzt der Waschbär. Bitteschön. Tschüss. Seilähnliche Objekte. 11 Stück davon. Also, nehmen wir das Stück. Okay, ich wollte eigentlich das Kabel da hinten haben. Was können wir denn weg? Kann ich auch mal. Oh Gott, auch mal. Willst du die Kiste nicht aufmachen? Was? Jetzt ja. Ich muss aber erst die Pfanne mitnehmen. So, was haben wir denn? Ah. Gürtel. Und noch die Schippe. Okay. Krawatte nicht. Ach, das ist... Ach, diese Krawatte. Das hinten war eine Strumpfhose, okay. So, jetzt fehlt noch eins. Seil. Das Seil. Können wir da... Okay. Who's there? Show yourself. Die ist ja schon tot, oder? Nee, hey, das ist. Da brauchen wir. Muss ja Licht anmachen erstmal. Is that Mary Kelly? Ja, dann. Ich hab sie nicht verstanden. Reden Sie deutlicher. Oh, thank you. My name is Mary Kelly. The dirty cop, Murphy. He has a gun. He's trying to set me up. Please take the cuffs off me and I'll tell you everything. I'll testify if I need to. He's the killer. Das glaube ich nicht. Wir brauchen noch einen Hörer. Nein, Moment. Wird er bestimmt nicht helfen. Nee. Da die Pfeife. Ja, hier sieht's auch gut aus. Das war eben eine Pfeife. Ah, okay. Also wir brauchen irgendwann noch einen Verband. Irgendwann mal. Okay. Ein Verschluss. Können wir überhaupt hier irgendwas machen? Anscheinend nicht. Alles ist zu. Wir doch die erst befreien, damit sie uns dann erschlagen kann. Ach, guck mal. Machen wir doch erst einmal den. Warte. Oh, da ist doch das Patronen-Dings da. Das hier, ne? Ja.
Ja, da. Ja, du musst, glaube ich, erstmal die finden. Geht's nicht weiter? Nimm doch da oben die Pfeile. Also die gehen nicht. Okay. Ja. Ja, also, was denn? Ja, ich wollte dir nur gesagt haben. Du wolltest nur mal gesagt haben, wo ist es? Du hast die Maus in der Hand. This bullet shell was fired from the same gun as the shell I found near Big Lip's dead body. Oh, Murphy. Ah, das ist. Ah, das ist der S-Schlüssel. Damit kriegen wir jetzt die Kiste auf. Wir müssen noch warten. Ja, jetzt. Aha. Ah, mit der Zange kriegen wir. Was haben wir denn mit der Zange? Da kannst du wahrscheinlich die Handschellen aufknipsen. Wahrscheinlich. Was wir auch unbedingt machen wollen. Ja. Oder den Haken, den Dings da rausziehen. Und dann mit dem Nagel? Ja, wahrscheinlich. Ah, wir brauchen zwei Nägel. Warte mal, da war doch irgendwie vorhin war doch auch schon mal ein Nagel. Da an der Wand. Jetzt. Ach, ja. Nee. Oder doch. Danke, dass Sie mich gefreut haben. She wears a wig? That's strange. I'll deal with that later. Murphy is upstairs and I'm eager to hear his explanation. Ah, wir brauchen also sowohl. Ne, wir brauchen eine Lupe und eine Pinzette. Ja. Murphy! Oh no! That hidden gun must have shot him. Ach ja. Ja. Jetzt kannst du die zwei. Das macht jetzt nicht. Das heißt, hast schon was gefunden. War das da unten nicht? Da noch ein bisschen rüber. Da. Und das ist bestimmt hier oben irgendwo. Murphy's fingerprint matches the one I had found on the bullet shell near Big Lip's dead body. Murphy definitely killed Big Lip, but why? Ah, den musst du verbinden dann. Ja, jetzt sieht man es natürlich gerade nicht. Der Dartpfeil, der da liegt, der wird zur Pfeife. Ah, mit dem Messer
kennen wir nicht. Oder zumindest noch nicht. Alles in Ordnung. Nimm doch mal die Perücke mit. Ah, guck mal. Ist da noch ein Knopf oder ist das buntgeformter Einleger? Ah, da machen wir die Schrotflinte. Dann habe ich mal wieder einen Knopf. Tja. Und dann? Mit der kannst du da. Aha. Ein Wimmelbild. Ja, mach du mal. Herzteile, weil du dir ein. Dann jetzt. Kleine Kerl braucht Flügel. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir Flügel finden. Da ist ein Flügel. Da ist noch ein Flügel. Na? Lup. Lup. Was fehlt? Eins fehlt noch. So, was haben wir da gefunden? Nix. Ein geheimer Brief. Ah! Haben wir schon zwei. Ein verschlüsselter Brief. Hat man etwas zu verheimlichen? Ja, natürlich. Immer. Dass sie ein kleines Lama hat. Wahrscheinlich. Eine geladene Waffe. Ah, mit dem Kopfhörer können wir jetzt. Der Hörer an sich. Ah. Okay. Nee, vielleicht für den Code. Ah, wir bauen erst noch Notizzettel und so weiter. So, was haben wir denn? Da brauchen wir immer noch die. Da fehlt uns auch noch was. Okay. Hier noch irgendwie was? Da. Weil da ist. Nur da die eine. Besser. Selbstsammelschuss. Ich könnte es sofort aufschießen, Waffe und Munition habe. Abschießen. Peng. Gut. Okay, also ein Duftbäumchen. Hat sich gerade verändert. Blühbirne. Ja, ich hatte halt die. Ich hatte halt den Pin jetzt in der Hand. Meine Güte. Auch die braucht erst noch Haare. Drei. Fünf. Jetzt. Sonst so hier. Das ist der Elefant. Ah, da brauchen wir den zweiten. Was? Für das Paket. Ist da. Gut. Und das ist Handschuhe. Da. Da. Ah, der andere, da fehlt noch der andere, haha. Ja, und? Könntest du nicht einfach nur da sagen, weil es hilft halt überhaupt nicht. Ja. Ja,
schläft. Ja, das, genau, der. Okay. Das Thermometer, was. Ja, halt sonst nichts mehr, was man noch. Und das eine ist wahrscheinlich ein Hofmeister, oder? Ja, das, ja, wahrscheinlich, aber ich sehe das auch nicht. Warte. Da. Okay, was haben wir da? Alkoholflasche. Ah ne, wir haben immer noch nicht alle Dinger. Ja, ist ja gut. Ich will doch. Aber du kannst an der Alkoholflasche was machen. Ah, da ist noch ein. Jetzt haben wir die alle. So, jetzt kann ich. Kann ich den verbinden? Oder auch nicht? Mit ach, erst sterilisieren. Okay. Jetzt kann ich den Kram nehmen, okay. Kiezbuch. Geht nicht. Ah, jetzt habe ich aber ein Notizbuch. Jetzt kann ich hier das da. Oder nicht? Nein. Ah, okay, warte mal. Das da. 5-5. Das macht er dann, okay. Dann 9. Das und runter. Das da. Da kann ich mir das mal aufschreiben hier. What's your emergency? Toter Mann. A policeman has been shot at Old City Lane. Also, der ist ja noch nicht tot. Send someone, please. And the ambulance are on their way. Okie dokie. Fünf. 1-8. Ah. Okay, kann ich mal. Ah, warte, Brief. Okay. Der Mann, ja. Der Brief. Brief? Achso, der Vogel ist. Der Vogel und jetzt der Brief. Dann nochmal der Mann. Dann nochmal der Mann. Das Herz. Herz und dann. Martin de Stael, the wealthy man I've been secretly dating for some time, has written me a love letter stating that he wants to be serious with me. I can't believe it. Can he? Is he truly in love with me? So, also der Martin de Stael hat, ein wohlhabender Mann, mit dem ich mich seit einiger Zeit heimlich treffe, hat mir einen Liebesbrief geschrieben, in dem er sagt, dass er es mit mir ernst meint. Ich kann es nicht glauben. Kann er? Ist er wirklich in mich verliebt? Parapaparapap. Okay, was haben wir denn da? Schuh. Wille, den Teller. Ring. Ring. Glas. Besteck. Oh.
Martin doesn't care that I'm poor. He said it last night. He invited me to his house for a special dinner. He speaks of love like it's something wonderful. He truly loves me. I don't know. I'm scared. Could I finally be happy? Martin, ist es egal, dass ich arm bin. Er hat es gestern Abend gesagt. Er lud mich zu einem besonderen Abendessen in sein Haus ein. Er spricht von Liebe, als wäre es etwas Wunderbares. Er liebt mich wirklich. Ich weiß nicht, ich habe Angst. Könnte ich endlich glücklich werden? Nein. Nope. Ist nicht. Torte. Die Torte. Die da. Nochmal. Nochmal. Die da. Oh, der Mord. Tonight was the night. Martin proposed to me at his gorgeous villa, and I said yes. A poor and sinful Mary Kelly is about to become Mrs. Martin de Stael. I could jump for joy, but also I feel terrified. If Big Lip hears about my sudden happiness, what terrible thing will he do to us? Okay, heute Abend war es soweit. Martin hat mir in seiner wunderschönen Villa einen Antrag gemacht. Und ich habe ja gesagt. Die arme und sündige Mary Kelly ist dabei, Frau Martin de Stael zu werden. Ich könnte vor Freude in die Luft springen, aber auch, ich habe Angst. If when, ja, das ist halt, ja, wenn man die Texte, die man übersetzt, nicht weglöscht. Cool. Wenn Big Lip von meinem plötzlichen Glück erfährt, was wird er uns antun? Alles. According to the date. Something happened 5 years ago, just after the engagement. Something between Mary, Murphy, Big Lip, and de Stael. And all the others that were recently killed. Maybe de Stael can tell me the truth. Wenn noch lebt. Werden wir noch erfahren, oder? Eieieiei. Und wir hauen ab und warten nicht auf Polizei. Nee, ja, gut, können wir können weg, sonst sind wir doch wieder die... Diejenigen, die in Verdacht geraten, oder sind wir sowieso schon? This is the right place. Ja, das sowas. Schön jetzt. Hope I'll find my answers here. Er redet noch. Okay, dann. Ja, mach. Ah. Die Kette ist kaputt. Und jetzt fängt auch noch das Gewitter. Ja, außerdem fehlt der Griff von der Winde. Ja, jetzt ist es eine Pfeife. Jetzt hättest du... Wo ist eine Pfeife? Da, das Ding. Ach so, das. Ja. Da. Was sind das da für Zeitungsaufschnitte? Okay, gar nichts. Kann ich mir nicht näher angucken. Ah, hier brauchen wir einen... Ja, ist ja gut. Also brauchen wir wieder Handschuhe. Oder... Pizza ist da. Kaputt. Immer. Go away. Aber ich bring Pizza. Es ist Pizza Salami. Aha. Nachruf. Okay. Ist der verschwunden? Mit nur 30? Der war nur 30 Jahre alt. Ach, der ist jetzt tatsächlich hin. Der wird wohl hin sein, ja? Okay. Wenn es einen Nachruf gibt. Oh ne. Ja, aber das sieht doch wunderschön aus. Warum muss ich das? Ja, der Sackgeld muss darüber. Also müssen wir doch das Herz verschieben. So und so. Kannst du den mal darüber? Jetzt kannst du das hoch. Und dann? Ja, genau. Jetzt so sieht es jetzt genauso aus. Genauso wie vorher auch, ja. Genauso weit. Weiß. Musst du die zwei noch tauschen miteinander? Mann.
geht nicht. Doch, das geht. Nein, tut es nicht. Jetzt bist du wieder da. Mir hat diese Kombination sehr gut gefallen, deswegen. Dann darf ich mal? Ja, von mir aus. Mhm. Ja. Jetzt, ah, fast. Da müsste eigentlich der Kopf jetzt sein. Warte mal. Den Geldsack, den Strauß runter. Dann haben wir jetzt die Dings. Also, ich muss den. Der Geldsack muss vor den. Ja, okay. Muss den Geldsack nach dem Kopf, nach dem Kopf machen. So. So, so. Kopf. So, so. Ja, so müsste das passen. Da kommt der, da kommt der, da kommt der und das kommt da. So. I remember the fairy-like headlines from the news some years ago. A rich businessman marries a poor girl. Something ruined Mary Kelly's happiness. Still, how's that connected with the murders? Tja. Ah, na toll. Dankeschön. Das Feuer. Ja, und jetzt? Ah, guck mal. Vielleicht sollen wir nochmal klingeln und sagen, dass das Feuer begonnen hat. Okay. So, aber jetzt können wir hier mit der Heckenschere warten. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ein bisschen haben wir noch nicht, aber die Bretter nehmen wir mit. Nun weiß ja nie, du kannst was mit der Truhe machen. Ja. Gucken wir nochmal. Holzstock, oh, Klebstoff. Hier brauchen wir auf jeden Fall. Du musst erst Rost entfernen, hat er doch gesagt. Mit Kleber. Oder? Das war doch das, ne? Kannst ja nochmal drauf. Das Öl. Wir brauchen Öl. Okay, also, aber wo kriegen wir jetzt Öl her? Vielleicht klingeln wir einfach noch mal. Geht doch nicht. Dann kleben wir die halt. Kann ich nicht erreichen. Da ist doch Ölton wahrscheinlich. Und ein Lappen. Das ist ja praktisch. Gute Laterne. Ja, genau. Da so, können wir jetzt den. Haha. Den müssen wir jetzt kleben. Und jetzt den Lappen auch. Oder das Leder. Das Leder. Passende Größe sogar. Ja, hoffentlich kriegen wir dafür dann endlich Anerkennung. Nö. Feuerwehr, lösche die Flammen. Und jetzt können wir noch in den Garten gehen. Damit wir alles andere noch repariert bekommen hier. Da ist auch die Diskette da unten. Mhm. Vögel. Ja, geh mal weg da. Hier ist nichts. Ein Grab. Aha. Ein Hundehalsband. Hier wurde etwas vergraben. Aber wir haben nichts. Zum Entbuddeln unserer Bretter. Aha, da wurde die Hochzeit zu nass und zu tief für meinen Geschmack. Ah, mit den Brettern. Da
können wir uns doch bestimmt jetzt... Jetzt kann man hier so... Ach, da ist die Kurbel. Da brauchen wir irgendwas, dass man dann da reinkommt. Okay. Ja, dann... Jetzt können wir mit der Kurbel was tun. Nee, komm aber nicht. Aber mit dem Halsband. Geht doch. Dücke, 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 dücke. Yay, Wimmeln, da. Also, eine kleine Schaufel. Hat sich irgendwas bewegt, oder? Ja. Ja, da brauchen wir irgendwie was mit Licht. Ja. Da brauchst du einen Griff noch für die. Das war doch das Messer, oder? Das da ist doch ein Messer. Ja. Achso, okay. Eine Kamera. Irgendwo haben wir auch bestimmt einen Schlüssel oder eine Zange. Und mit einer Kabel. Ein Pferd und ein Kamm. Der eigentlich... Was? Eigentlich sichtbar sein sollte, der... Kam. Ach ja. Weil irgendwie was, womit wir die... Links kriegen wir nicht auf, aber irgendwie... Müssten wir doch die... Mit irgendwas müssten wir doch die Kerze da anzünden können. Guck mal. Damit kriegen wir das Schloss auf. Klick. So. Das ist für die Schaufel. Der Saturn, das ist der Planet da oben. Ein Hufeisen. Würde da eigentlich auch sein. Und ein Kamm. Ah, da oben ist das Hufeisen. Ist... Ja, drück mal da... Ne, ist nicht. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht wieder ein Übersetzungsfehler. Weil der Kamm ist eigentlich die ganze Zeit schon zu sehen, aber ich sehe den nicht. Okay. Jetzt können wir da hinten ausbuddeln. Hinten. Ja. Ein paar Münzen. Okay. Sind es die Münzen, die da oben in die Hand gehören? Aha. Jetzt kriegen wir das DeSantis-Siegel. Damit kriegen wir die Haustür auf. So, wir kommen jetzt rein und bringen die Pizza. Ja. Das ist Martin, wer hasst ihn so sehr? Alle. Da brauchen wir wieder was, wo wir den... aus dem Feuer holen können, den Schlüssel. Brauchen wir den Hut. Beim Herr, gibt's da irgendwas? Aha. Damit kriegen wir jetzt mal die Haare. Da kannst du jetzt die Perücke
Jetzt musst du wahrscheinlich, genau, da musst du jetzt da, da gucken. Du kannst ja, du musst wahrscheinlich welche. Ich sehe doch hier. Ja, ja, das sieht auch aus wie. Will er mich jetzt eigentlich verarschen? Ah, du musst es lang genug drauf haben, damit das du siehst. Da ist, ja. Doch, bleib doch mal da oben. So, jetzt musst du dir einsammeln. Ja, wohl alleine machen. So, jetzt kannst du. Das hast du nicht die anderen Haare? Achso, das sind. Ah, mit der DNA oder sowas noch? Genau. So, jetzt musst du wieder die DNA-Dings. Oder erst, ja, genau. Erstmal wieder Schere. Jetzt kommt das DNA-Zeugs drauf. Ah, nee, ach, du musst ja auf die andere Seite. Geil. Ah, das stimmt bestimmt überall. Ja. Ja, und die blauen Dinger musst du noch. Ja, das da. Also, ich ja, so, muss du doch konntest. Abwarten. Ja, Entschuldigung. Mein Gott. Das heißt, die sind Stimme überein. Ah, das ist der. Okay. Die Kombination. Also Kombination haben wir immer noch nicht. Da brauchen wir irgendwie. Ah, warte mal. Am Feuer kannst du die Kerze bestimmt anzünden. Cute kitty. Das ist is that a code on the collar? I'd better get that cat. Wie ist jetzt da in das Loch gefallen, Bim? Also wir müssen, jetzt müssen wir irgendwie Brecheisen finden oder sonst irgendwie was. Können die auch fließen? Okay. Ah. Wir müssen draußen jetzt Wasser holen wieder. Hier. Ja. Jetzt haben wir einen Schlüssel, aber wir wissen zwar nicht wofür. Ah, Schuppenschlüssel. Dann können wir einen Schuppen. Oh Gott. Ah, mit der Axt. Ja, arme Katze. Und jetzt mit dem Netz. Okay. Ah, cute kitty. Is that a code on the collar?
weiß nicht, sollen wir hier dann Pause machen? Ja. Was heißt Pause? Ja, wir also machen wir Feierabend. Wir machen Feierabend, ihr macht hoffentlich einfach nur Pause. Und ja. Ja, aber das war es zumindest mal für den ersten Teil. Nächste Woche zur selben Zeit geht's weiter. Dann machen wir den Rest und wahrscheinlich dann noch das Bonuslevel. Dann gleich mit. Ja, wer noch mehr sehen möchte, darf natürlich gerne hier auf Twitch folgen. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal. youtube.com/Calibworth. Weil da sind nämlich alle bisherigen Streams als auch viele, viele Let's Plays hochgeladen zum allgemeinen Anschauen. Wer wissen will, was und wann wir streamen, sollte auch auf Twitter folgen. @Calibworth. Da gibt es nämlich all die Infos, auch die ganzen Ergänzungen zu unserem Twitch-Streamplan. Immer zeitnah. Also wenn sich was verschiebt oder ausfällt oder ändert oder wie auch immer. Einfach da folgen, dann ist man informiert. Ja, ansonsten wünschen wir noch einen schönen Rest Mittwoch. Am Freitag geht's weiter, du mit Dr. Hart. Ja. Und Freitagnachmittag geht's weiter mit Chicorée. Denn sogar schon den 6. Teil oder sowas. Also Part im Aufnehmen. Gut, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt Spaß, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.